Herzlich willkommen zur definitiv letzten Spieltagspressekonferenz in dieser Saison vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum am 34. Spieltag. Und ja, Achim, ich frage eingangs wie immer nach dem Personal. Wie sieht's da aus? Also, schönen guten Morgen von meiner Seite natürlich. Ja, Personal, die Langzeitverletzten bleiben langzeitverletzt. Da können wir ja nichts groß dran ändern. Joshua Mees, das ist ja richtig hartnäckig, diese Fersenprellung, muss man ehrlich sagen. Aber das schaut jetzt schon erheblich besser aus als die letzten Wochen. Der hat jetzt gestern voll mit der Mannschaft trainiert. Jetzt müssen wir mal heute abwarten, wie die Reaktion letztendlich war, die körperliche. Und dann müssen wir den Andi Geipel natürlich, komischerweise hat er jetzt die 10. gelbe Karte, ich weiß gar nicht warum, müssen wir darauf verzichten. Das ist so die Personalsituation und ja, freuen uns auf unser letztes Spiel in dieser Saison in Liga 2. Tolle Fahrt nach Bochum. Also Vorfreude pur, würde ich mal sagen. Das geht, glaube ich, allen so. Fragen? Beginnen wir bei Armin Wolf. Herr Weinwurz, wie gehen wir in so eine Partie rein? Im Prinzip geht es ja jetzt um nichts mehr, natürlich um 3 Punkte, aber man kann jetzt den Aufstiegsrelegationsplatz nicht mehr erreichen. Man will sicherlich einen schönen Abschluss. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist das letzte Spiel der Saison und wir können da mit so viel Freude in dieses Spiel reingehen, weil wir eine sensationelle Saison gespielt haben. Und allein, dass Sie jetzt diesen Aufstiegsrelegationsplatz in die erste Bundesliga erwähnen, dann wissen wir, in welchen Gefilden wir uns da überhaupt bewegen. Also über was reden wir eigentlich? Ja? Wer sich jetzt da nochmal an Saisonbeginn wagt und da Gedanken nochmal drüber hegt, dann hat man ja den Plan auch schon so vor Augen gehabt und dann war schon klar, das letzte Spiel in Bochum zu haben und dort punkten zu müssen, ist jetzt nicht die allereinfachste Aufgabe. Und wir bewegen uns jetzt in einem absolut sorgenfreien Bereich. Wir können uns Gedanken machen, wie wir die nächste Saison schon vorweg planen. Aber jetzt dieses letzte Spiel, das ist Vorfreude pur. Es ist ein tolles Stadion, es ist eine tolle Mannschaft. Es wird sicherlich auch dort ein tolles Saisonfinale geben, weil die Mannschaft seit Wochen jetzt eigentlich in richtig, richtig guter Form ist und uns erwartet da auch eine ganz schwere Aufgabe. Aber das ist ja das, worauf wir uns immer gefreut haben, dass wir uns mit solchen Mannschaften messen dürfen, wo ein Kruse und ein Sam und ein Hinterseher und ein Stöger und jetzt könnte ich da die ganze Truppe aufzählen, weil das sind alles Bundesliga- oder Zweitliga-Spitzenspieler und wir dürfen uns mit denen messen. Also wunderbar. Von der Mannschaftsaufstellung her wird es größere Veränderungen geben? Das kann ich noch gar nicht sagen. Also definitiv werden wir den Andi Geipel ersetzen müssen. Und ansonsten müssen wir auch da wieder schauen, was passiert in den Trainingseinheiten. Wir haben gestern einen sehr, sehr guten Trainingstag gehabt, wo die Mannschaft auch richtig gute Leistung abgerufen hat und mir das schon sehr, sehr gut gefallen hat, wie sie da unterwegs war. Wir haben da eine richtige Profitruppe, die da auch nichts locker lässt und nichts schleifen lässt. So wie wir unsere Mannschaft das ganze Jahr über kennengelernt haben, mit dieser Mentalität, mit dem Teamspirit, mit der Art und Weise, Fußball zu spielen, so präsentiert sie sich jetzt auch in der letzten Trainingswoche. Also kein einziger Aspekt, dass da irgendjemand jetzt schon im Urlaub ist. Jürgen Scharf macht weiter. Herr Bahnhof, Sie sagen, absolute Profitruppe. Aber wie ist es von Ihrer Vorgabe für das Spiel am Sonntag? Ist es da auch möglich, dass Sie einfach mal sagen, spielt Fußball, zeigt, was ihr drauf habt und taktische Formation, 3-4-3, doppeln, ist heute mal zweitrangig? Also mit 3-4-3 haben Sie mich jetzt natürlich völlig überrascht. Ein Beispiel. Aber nicht für Regensburg. Also insofern überraschen Sie mich da jetzt. Habe ich natürlich sofort registriert, dass Sie auf einmal ein anderes Spielsystem wollen. Wenn Ihnen das lieber ist, können wir gerne darüber diskutieren. Also wenn wir professionell unterwegs sein wollen, gibt es sowas nicht, dass ich aller Beckenbauer, wie es ihm nachgesagt wurde, wissen wir ja alle auch nicht, ob es tatsächlich so war, dass wir dann sagen, so geht's raus und spielt Fußball. Also das ist einfach nicht unser Weg. Natürlich werden wir auch da uns akribisch auf Bochum vorbereiten, weil dieses Spiel
auch noch schon auch noch Bedeutung hat, welchen Platz wir denn am Schluss belegen. Und auch da ist die Mannschaft gierig, so wie sie das ganze Jahr über gierig war. Und es ist auch für unseren Verein gar nicht so unerheblich. Es macht schon Sinn, eher weiter vorne zu stehen, als weiter hinten zu stehen. Und dann kommt noch dieser blöde Spruch, dass Gewinnen viel mehr Spaß macht als Verlieren. Und insofern gibt es schon viele Aspekte, damit wir uns da wirklich professionell, genau wie wir es immer gemacht haben, auf dieses Spiel vorbereiten. Also da wird es keine einzige Abweichung geben. Und wir werden auch am Samstagabend im Hotel keine Feier veranstalten, sondern werden uns völlig fokussieren auf dieses Spiel, weil das einfach, ja, entweder wir üben diesen Beruf aus oder wir lassen es bleiben. Und die Mannschaft übt ihn aus. Und das ist das, was ich auch gerade signalisiert habe mit der Art und Weise, wie sie in dieser letzten Trainingswoche unterwegs ist. Das ist grandios und genau so machen wir das auch. Und zwar von allen Beteiligten im Umfeld und auch die Mannschaft selber. Wir werden uns ganz konzentriert mit Bochum auseinandersetzen und werden versuchen, ja, natürlich maximal erfolgreich zu sein. Klar, deshalb fahren wir ja dahin. Dürfen wir dann fragen, wenn Sie sagen, alles bleibt beim Alten, diese An- und Abreise verstoppen, gehen wir am Wochenende nach Bochum? Ja, wir werden am Stück reisen. Die Mannschaft hat sich mal, wir haben ja mal wir haben drei Fahrten mal so gemacht, dass wir praktisch die Hälfte gefahren sind, dort trainiert haben, also irgendwo dazwischen, haben uns einen Verein gesucht. Die Mannschaft hat gesagt, dass ihnen das nicht so ganz gefällt, irgendwo fremd zu trainieren, unter fremden Bedingungen zu trainieren und dann wieder in den Bus zu steigen. Deshalb, wir trainieren morgen Vormittag um 10 Uhr unsere Trainingseinheit und fahren dann in etwa um 12, 12.30 Uhr fahren wir weg. Und fahren am Stück nach Bochum, haben dort unser Hotel, werden ungefähr um 19 Uhr ankommen, werden das Bundesliga-Finale auf dem Busfernseher über Sky Go uns anschauen. Ja, und dann sind wir in Bochum und am Tag drauf wird es dann eben dieses Match gegen den VfL Bochum gehen. Noch eine Nachfrage zur Aufstellung. Also, wenn Sie sagen, das läuft alles wie normal, wird es auch zumindest auf der Torhüterposition keinen Wechsel in der Halbzeit geben, dass man sagt, man gibt beiden, die dabei sind, eine Halbzeit zu spielen. Habe ich jetzt keine Idee damit. Nein. Und zwei Fragen zum Abschluss her. Bayer Lotzer, wie ist es? Der Fußball ist ja kommen und gehen. Beim SSV sind zwar viele langfristige Verträge, aber punktuell weiß man noch nicht, wie es weitergeht. Es könnte sein, dass bei ein paar Spielern doch Abschied nehmen angesagt ist nach dem Wochenende. Wie gehen Sie selbst in so einer Situation um, dass man Spieler möglicherweise nach der Sommerpause nicht mehr sehen wird? Also prinzipiell ist es ja ein ganz normales Gebaren in dem Geschäft. Wenn jemand hervorragende Leistungen für uns, für den Jahn Regensburg in dieser Saison abgerufen hat, dann ist es ja logisch, dass vielleicht der ein oder andere Verein sagt, der wäre eigentlich auch ein ganz guter Spieler für uns. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass der ein oder andere Spieler den Verein wechselt, dann können wir ihm einfach nur alles Gute für seinen Weg wünschen. Wir haben die Spieler vertraglich mehr oder weniger bei uns. Dann wird also auch der Jan so ein bisschen davon profitieren. Und wir bereiten uns schon auf die nächste Saison vor. Wir haben jetzt schon auch ständig Gespräche mit potenziellen neuen Spielern. Und auch wir machen ja diesen Weg, indem wir sagen, wer könnte denn zu uns passen. Das heißt, wir sind ja schon auch hier logischerweise fleißig am Arbeiten und machen. Und das wird jetzt auch in den nächsten Wochen natürlich vonstatten gehen. Was aber klar ist, dass die Spieler, die uns verlassen werden, dass wir denen, wenn es jetzt in der nächsten Zeit klar ist, dann kriegen sie natürlich bei unserer Abschlussveranstaltung am Dienstag entsprechend auch den Rahmen für so eine Verabschiedung. Ja, und wenn das eben nicht möglich ist, dann werde ich schon irgendeinen Weg finden, dass ich mich persönlich nochmal mit dem Spieler auseinandersetze und telefoniere oder mich mit ihm treffe und der Verein natürlich auch schaut, dass wir da einen respektvollen Umgang, den wir komplett mit unseren Spielern pflegen, dass wir den dann eben da im Nachgang dann praktizieren. Aber klar, es passiert auch jetzt in der Pause sicherlich noch das eine oder andere, was wir vielleicht auch gar nicht in der Hand haben. Aber ich bin sicher, dass wir auch nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe aufstellen werden und dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben in diesem Jahr, auch nächstes Jahr schauen, dass wir unsere Punkte holen. Die Frage ist schon beantwortet. Vielen Dank. Das abgefragt für heute. Wunderbar, dann zum Saisonausklang. Für alle, die wir jetzt am Sonntag nicht mehr sind, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in dem Jahr, Achim, ich glaube auch in deinem Namen. Und ja, dann sehen wir uns spätestens, wenn es dann wieder losgeht.